Mein Name ist Christoph Hosbach. Ich bin Spezialist für das Verfahren Atomic Layer Deposition und ich bin für die ALD-Spezialisten von Picosun tätig. Habe jetzt heute diesen kleinen Pitch hier und ja, Titel ist For Industry and R&D Driven by Innovation. Also wie schon gesagt, Picosun ist ALD-Spezialist. ALD ist mittlerweile eine Schlüsseltechnologie also in der ganzen Mikroelektronikindustrie. Also ihre Smartphones und ihre PCs würden nicht funktionieren ohne ALD. Ja, Picosun ist ein Unternehmen, was mittlerweile 140 Mitarbeiter hat, mit der Produktion größtenteils ausgelagert. Und wir ja, sind ein sehr bewegliches Unternehmen, ja, in neue Bereiche der ALD vordringt und aber auch etablierte Bereiche der ALD abdeckt. Wir sitzen in Finnland. Ich selbst bin für Deutschland zuständig und Österreich und Niederlande und sitze in Dresden. Wir sind global auf allen Märkten vertreten mit Service und Büros. Und unser Produktbereich deckt ab halt von Forschung und Entwicklung bis zur Volumenherstellung. Und da geht es von den Universitäten über Start-up. Ja, das sehr weite Feld Mobile Communications. Dann haben wir das Medical, wo es vor allem halt auch um Verkapselung geht und um Körperkompatibilität. Und vielleicht in Ihrer Region, was auch noch wichtig ist. Und ein bisschen südlich davon so die ja, Uhrenproduktion zum Beispiel oder Luxury Products. Und darüber hinaus noch viel, viel mehr. Das sind ein paar Applikationsbeispiele, was mit unseren ALD-Anlagen gemacht wird. Also das Wafer-basierte ist klar, also das ist ein ultraweites Feld, wo wir mit unserem Batch-System dort ja, Applikationen abdecken. Dazu gibt es noch die Pulverbeschichtung. Ein wichtiges Feld für uns ist Beschichtung von 3D-Teilen. Hier in dem Fall sind es Münzen, aber Sie können zum Beispiel auch Anlageteile gegen Korrosion schützen, mit einer super ALD-Barriere, die ultrakonform ist, die Sie mit einer Subnanometer-Präzision herstellen können, ohne Pinholes. Und das kann man mittlerweile auch kosteneffektiv durch die Batch-Herstellung. Das Ganze ist ja sehr vielfältig und ja, eröffnet auch neue Anwendungsgebiete, wie zum Beispiel hier von der Nexa und von Partnern dargestellt, ja, Medizinprodukte, die mit ALD beschichtet wurden, können Sie mit unserer Zusammenarbeit. Und zum Beispiel das Thema bioaktive Sichtung und Verkapselung im Bereich des Produktportfolios. Da geht es von den kleinen Anlagen für Forschung und Entwicklung bis auf Wafer-Schubsen bis zu den 3D-Beschichtungen. Dann haben wir noch ein neues Produkt, was ich kurz vorstellen wollte. Wir haben jetzt ein 300 mm Mini-Batch-Tool, was für die Halbleitertechnik gedacht ist, aber auch für Display-Herstellung zum Beispiel. Und dort zielen wir in den Markt rein, der zwischen den großen Furnaces und den Single-Wafer-Anlagen liegt. Und dort können wir halt mit Qualität, die sehr, sehr gut ist und auf dem Single-Wafer-Level liegt, kombiniert mit einem deutlich höheren Durchsatz, ja, sehen wir hier sehr großes Potenzial. Genau, und damit bin ich schon bei meiner letzten Folie. Die werde ich auch gar nicht hier durcharbeiten, sondern ich möchte mich bei Ihnen bedanken. Wie gesagt, wir sind sehr offen für Zusammenarbeit. Wir haben viele interessante Lösungen, viel Erfahrung auf dem Gebiet. Und wenn Sie mögen, besuchen Sie uns an unserem Stand und kommen Sie auf unsere Website zum Beispiel. Vielen Dank.